Mein Name ist Jessica Ginkel. Ich bin hier für Peter, um auf die Tierquälerei bei den Exotenbörsen aufmerksam zu machen. Es ist schon irre, weil ich finde, es ist wie eine zweite Haut. Man hat schon das Gefühl, dass man angezogen ist. Ich werde halt so ein richtiges Chamäleon. So fühle ich mich auch. Bei den Exotenbörsen ist es so, dass Tiere, wilde Tiere aus ihrer gewohnten Umgebung rausgerissen werden, in kleine Boxen gesteckt werden und diese werden dann über einen ewig langen Zeitraum hierher gebracht nach Deutschland, dort bei diesen Börsen verkauft, angeboten. Jeder kann sie begaffen, sie können sich nicht verstecken und es ist völlig egal, ob die Leute Ahnung haben von den Tieren. Ja, und auf diesen Börsen kann man wirklich alles kaufen, ob es eine giftige Spinne ist, ob es eine Schlange ist. Und jeder kann die kaufen, kann sie mitnehmen und die sitzt dann bei denen im Wohnzimmer und wird in kleinen Terrarien gehalten und überhaupt nicht artgerecht behandelt. Exotische Tiere gehören einfach nicht in private Haushalte. Die haben da nichts zu suchen, die sind dafür nicht gemacht. Also raus aus den Wohnungen. Mein Name ist Jessica Ginkel und ich bin der Meinung, dass wilde Tiere nicht in euer Wohnzimmer gehören, sondern in die freie Natur.